Hallo ihr Lieben da draußen, hier ist der Michael Stahl mit dem ersten Impuls im Jahr 2024. Einen Impuls mitten aus meinem Herzen, hoffentlich wieder direkt in eure Herzen. Und für diejenigen, die ganz neu auf diesem Kanal sind, beziehungsweise diejenigen, die zum ersten Mal so einen Impuls von mir hören oder auch sehen, ja, es gibt so eine kleine Rubrik bei mir, die heißt Michas kleine Bibelkunde. Die ist entstanden, weil ein lieber Freund von mir, der ein sehr hartes Leben durch hatte, der einige Jahre im Gefängnis verbracht hat, drogensüchtig war, der hat mal zu mir gesagt, Micha, ich lese die Bibel nicht, du bist meine Bibel. Und deshalb nehme ich immer wieder mal Bibelverse heraus oder auch biblische Geschichten heraus und erzähle sie mit meinen einfachen Worten, also nicht hochtheologisch, mit meinen einfachen Worten und versuche, oder ich habe die Hoffnung, ja, dass Menschen dadurch die Bibel, Gott, Jesus ein bisschen besser kennen und lieben lernen. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wie die ersten Schritte im neuen Jahr für euch waren. Man nimmt sich ja viel vor und stellt nach ein paar Tagen fest, ja, dass es bei den Vorsätzen blieb und dass dann doch das Alte uns wieder eingeholt hat, die alten Gewohnheiten wieder. Und mir fällt auch immer mehr auf, dass es uns immer schwerer fällt, Entscheidungen zu treffen. Ja? Ich bin ja auf vielen Veranstaltungen eingeladen und erst vor kurzem war ich wieder auf einer Veranstaltung, da haben die Leute sich sehr, sehr kurzfristig angemeldet. Ja? Die Veranstalterin hat gesagt, also sie erlebt es zunehmend, dass die Leute sich nicht mehr richtig entscheiden können und dann auf den letzten Drücker sagen, okay, ich komme doch, ja. Ich glaube, eine Entscheidung treffen hat immer eine Konsequenz, aber auch wenn wir keine Entscheidungen treffen, das ist auch eine Entscheidung, hat auch eine Konsequenz. Ich höre immer mehr Wörter wie vielleicht, ich weiß noch nicht, mal gucken, ja, weil man vielleicht auch ein bisschen Angst hat, ja, eine Entscheidung zu treffen, dass das immer auch etwas mit Verantwortung zu tun hat, ja, und vielleicht hat es auch damit zu tun, dass wir uns ein bisschen aus der Verantwortung rausmogeln wollen. Und genau, ich weiß nicht, ich bin kein Psychologe, aber es sind halt so Dinge, die mir auch auffallen. Ja. Ich habe vor kurzem mit meinem Sohn Schach gespielt. Ja. Ich habe das schon Jahre nicht mehr gemacht. Und jetzt haben wir zwei Spiele innerhalb kürzester Zeit miteinander gespielt. Und ich habe mir so gedacht, das Leben ist manchmal wie so ein Schachspiel. Ich bin ja in vielen Einrichtungen unterwegs, in Firmen, in Schulen, in Gemeinden, in Kinderheimen, in Gefängnissen und da erlebt man so unfassbar viel. Ich bin auch in Suchthilfeeinrichtungen und habe auch so manches Mal schon auch im betreuten Wohnen oder im Altersheim gesprochen, an Seniorennachmittagen und da erlebt man so unfassbar viel. Ja. Und ich werde ja oft darum gebeten, aus meinem Leben zu berichten, von Hoffnung zu berichten, von Versöhnung, von Vergebung, ja, die Leute zu ermutigen, zu motivieren. Und oft erlebe ich dann auch, dass die Leute sagen, über das bestimmte Thema, das sollte man nicht reden, ja. Und über das sollte man nicht reden, über das nicht und das nicht, ja. Es war auch zu Zeiten von Corona, ja, da habe ich ja auch ein paar Auftritte gehabt, da haben die Leute gesagt, das darf man nicht ansprechen, das und das nicht, sonst gibt es vielleicht Ärger, ja, sonst, weil die Leute haben da Streit miteinander oder so. Und da denke ich mir manchmal, es ist ungefähr so, wenn du Schach spielst, ja, und jemand sagt dir, aber über die Bauern darfst du nicht sprechen, ja, und über den Turm darfst du aber auch nicht sprechen, ja, und das mit dem Läufer und mit dem Pferd, ja, und mit der Dame, dem König, das muss man auch weglassen, ja, dann wird es schwierig, dann wird es schwierig. Was bleibt mir? Die Dinge, die wir sagen in einer, also es ist ja alles persönlich, ja, alles sehr subjektiv, ja, mit Liebe und mit einer gewissen, mit Zärtlichkeit an die Herzen der Menschen zu bringen. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt richtig ausgedrückt habe, aber in der Bibel steht drin, lasset alle Dinge in der Liebe geschehen, ja. Und heute geht es aber nicht um diesen Bibelvers, eigentlich schon, um den geht es ja immer, ja, weil alles soll ja auch in Liebe geschehen. So ist auch die neue Jahreslosung, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Aber heute geht es um Psalm 119, Vers 105. Ja. Und da steht drin, ich lese es vor, dein Wort
ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Das finde ich so wunderschön. Und ich bin ja manchmal so, dass ich manchmal jedes Wort so ein bisschen herauskrümel und mir darüber Gedanken mache. Und ich hoffe, dass das, was ich heute zu sagen habe, was sehr spontan ist, ja, dass es euch gut tut, dass es euch motiviert, ja, und dass es einfach, ich sage es jetzt mal ein bisschen fromm, ein Segen für euch ist. Ja. Ich komme gerade eben von einer Beerdigung. Jetzt, seit dieser Aufnahme, heute ist Samstag war der 6., Sonntag der 7. Januar, heute müsste der 10. Januar sein, 10. Januar, ja. Und ich war vor 2 Stunden noch auf dem Friedhof und da wurde eine wunderbare Frau zu Grabe getragen. Ich habe erst gestern Nachmittag von ihrem Tod gehört. Ich kannte sie seit vielen Jahren. Sie war eine Freundin meiner geliebten Tante und diese Frau hat auch vor 30 Jahren ihren Sohn bei einem Unfall verloren. Und ich habe sie sehr gemocht, ja, und ihren Mann, den mag ich auch sehr. Und immer wenn wir uns gesehen haben, haben wir über Jesus uns unterhalten, ja, und haben auch sehr viel gelacht miteinander. Und auf einmal ist die Frau nicht mehr da. Und heute auf dieser Beerdigung, also die Kirche war total voll, ja. Mein Herz war total berührt und da ging es um die Hoffnung. Da wurde auch ein Osterlied gesungen, am 10. Januar ein Osterlied über Auferstehung, ja. Und die Frau hat Jesus ganz arg lieb gehabt und ich weiß, dass sie bei ihm ist. Und die Trauergemeinde, also wenn man das so spürt, da war kein Vertrauen mehr in Horoskope. Kein Vertrauen in universelle Energie. Da wurde von Gott gesungen, gesprochen, dass er die einzige Hoffnung von Jesus ist, der unsere Schuld ans Kreuz getragen hat und der uns ein neues Leben schenkt. Das war so mitten in der Trauer, so viel Hoffnung auch. Ja. Und diese Hoffnung hat diese Frau auch an viele Menschen weitergegeben. Ja. Ich habe ihr sehr viel zu verdanken. Wir haben viele wertvolle Gespräche zusammengeführt. Und unter diesem Eindruck, ja, dieses Gespräches, ja, in Erinnerung an diese Frau, verfasse ich jetzt auch diese Gedanken hier, relativ spontan. Ja? Und ich hoffe, es tut euch gut. Ja? Es tut euch gut. Das wäre auch im Sinne von dieser wunderbaren Frau. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Wie gehen wir die nächsten Schritte ins Jahr? Wer motiviert uns überhaupt? Wer sagt uns eigentlich, was richtig und was falsch ist? Ja, wie gehen wir eigentlich dann mit einer Niederlage um? Aber wie gehen wir auch mit Erfolg um? Ja, ich habe schon oft zum Spaß gesagt, ich habe ja im Sicherheitsdienst viele berühmte Menschen kennenlernen dürfen und vor kurzem ist der Franz Beckenbauer gestorben. Den habe ich auch mal erleben dürfen. Wunderbarer Mensch, ja, sehr bescheidener Mensch, so habe ich ihn kennenlernen dürfen. Und auf einmal ist er nicht mehr da. Ja. Ich habe in dieser Welt der erfolgreichen Menschen so viele traurige Menschen erlebt. Ja. Also Erfolg sollte nicht, also ich wünsche zum Beispiel keinem Menschen mehr Erfolg. Ja. Irgendwie ja, habe ich da da fühle ich mich nicht wohl dabei, wenn ich das den Leuten wünsche. Ich wünsche den Leuten Gottes Segen. Ich wünsche den Leuten, dass sie glücklich sind. Weil in der Bibel steht, glücklich sind die Menschen, die auf Gott vertrauen. Ja. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Und wenn das aber Erfolg ist, dann ist es wunderbar. Dann wünsche ich den Leuten Erfolg. Ja, wenn sie sich Gott anvertrauen, ihm nahe sein wollen und auf ihn hören, was er zu sagen hat. Ja. Genau. Und wie gehen wir unsere Wege? Wer begleitet uns? Wer tröstet uns? Wie gehen wir dann mit Versagen, mit Schuld, mit Niederlagen, aber auch mit Erfolg um? Wer sagt mir, was richtig und was falsch ist? Und da gehen wir mal diese Worte mal durch. Dein, allein das erste Wort, dein. Ich kenne so viele Menschen, die haben Glücksbringer, ein Es,
die sprechen, ich habe es schon so oft gesagt, von universeller Energie, vom Universum. Da kann ich doch nicht von dein sprechen. Da kann ich doch nicht sagen, von, da habe ich doch kein Du gegenüber. Ist das nicht die Sehnsucht aller Menschen, ein Du gegenüber zu haben? Im Hintergrund hört ihr diese Musik von Daguzi, ja? Wo bist du? Da ist die Suche, dieser Schrei nach dem Du gegenüber. Ja? Und das berührt mich. Das berührt mich wirklich. Ja? Im Hintergrund hört ihr vielleicht meinen Kater miauen, dem habe ich was zu fressen gegeben, ja, und er scheint immer noch Hunger zu haben, aber den muss ich jetzt mal ganz kurz ignorieren, ja, aber auch er schreit nach dem Du, und das bin ich, ja, das Du gegenüber, der ihm etwas gibt, nicht nur was seine Sehnsucht verlangt, sondern auch sein Katzenbäuchlein, genau. Dein, da habe ich also ein Du gegenüber, ein Du, Du, ich und Du, dein. Ich habe schon oft gesagt, in der Bibel steht ganz oft, ich bin dein, ja, du bist mein, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Ja, der Herr ist meine Lebenskraft, ja, ich bin der Herr, dein Gott, ja, ich bin dein und du bist mein. Das sind Liebeserklärungen. Ja. Dein Wort, dein Wort. Ja, die Bibel ist Gottes Wort. Ja. Das juckt mein Auge. Die Bibel ist Gottes Wort. Kann man sagen, nee, das glaube ich nicht, das ist ja völlig okay. Das ist ja das Schöne an der Liebe, dass ich sagen kann, nein, will ich nicht. Wie auch an der Demokratie. Ja, eine Demokratie darf einer sagen, was er nicht toll findet. Ja? Auch wenn der es sagt, vielleicht nicht toll ist und das, was er sagt, auch nicht toll ist. Aber das ist Demokratie. Und Liebe ist, ja, dass sie den dass sie es in Kauf nimmt, abgelehnt zu werden. Ja, das ist Liebe. Sie manipuliert nicht, sie verletzt nicht, sie droht nicht. Ja, sie gibt. Sie gibt. Liebe, ich glaube, Thomas von Aquin hat es gesagt, Liebe zeigt sich darin, dass man den Wunsch hat, dem anderen Gutes zu tun. In allem, was wir tun, ja, ist da Liebe dabei. Das sollten wir uns immer hinterfragen, so als Maßstab nehmen. Auch das, was in Epheser 1, Vers 12 steht, wir leben zum Lob seiner Herrlichkeit. Dein Wort, aber dein Wort ist nicht nur die Bibel. Wenn ich jetzt aber dieses Wort hernehme, ja, und sage, hey, das glaube ich und das nicht, ja, und das nehme ich für mich raus und das aber nicht, spielen wir dann nicht auch ein bisschen Gott? Ja? Und Glaube heißt doch auch, wenn ich Glaube übersetzen würde, dann würde ich es mit dem Wort Vertrauen übersetzen. Vertrauen. Ich vertraue darauf. Ja, wem sonst? Den Nachrichten, ja, irgendwelchen Organisationen, irgendwelchen Leuten, ja, die sich, oder glaube ich dem, der das sagt, ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich glaube, wenn ich sage, den glaube ich allen nicht mehr, dann glaube ich doch irgendwo auch meinem Unglauben. Ja, ist mir gerade eben so eingefallen. An irgendjemand oder irgendetwas glauben wir immer. Auch der Atheist hat letztendlich doch auch irgendwo Zweifel, ob sein Unglaube vielleicht doch fälschlich ist. Ist das das Richtige? Und was ist, wenn der Vorhang fällt? Wenn der Schlusspfiff unseres Lebens ertönt, und da ist doch was. Ich habe schon auch Atheisten im Sterbeprozess begleitet und ich habe da Unfassbares erleben dürfen. Ich habe vorher kurz erwähnt, Wort, dein Wort ist nicht nur die Bibel. In der Bibel steht nämlich auch drin, und das Wort ist Fleisch geworden und wohnte unter uns. Im Urtext, soweit ich weiß, bin ja nicht der Schlauste, steht, zeltete. Das Wort hat einen Namen, Jesus. Jesus. Dein Wort, also dein Jesus, Jesus ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Dein Wort ist Wort. Das Wort ist Fleisch geworden und wohnte unter uns. Und wie? In was für eine Herrlichkeit, in was für eine Demut,
eine Liebe, ein Gott, der sich verschenkt. Kein Es, keine universelle Energie, kein irgendetwas, ja, kein höheres Wesen, was weit weg ist, sondern einer, der uns entgegenrennt, der die Kranken, die Schwachen, die Schuldigen aufsucht, so bin ich, und ihnen Hoffnung und Liebe schenkt und Geborgenheit. Ich möchte euch mal ganz kurz etwas einblenden, was mich total berührt, ja. Die Quellenangabe ist dabei, ist aus dem Film König der Könige. Hauptdarsteller war Jeffrey Hunter und die Quelle ist YouTube, König der Könige. Schaut es euch mal an, ja. Der Blinde hat eine Begegnung. Es ist ein Film und ich glaube in Wahrheit, Jesus zu begegnen, da wird es hell in unserem Leben. Da beginnen wir zu sehen, da können wir neue Wege gehen, da können wir die nächsten Schritte wagen. Weil wir wissen, wir sind nie allein. Ganz kurz ein paar Sekunden, ein Filmausschnitt von König der Könige. Dieser Film hat schon als Kind mein Herz unfassbar berührt und tut es heute noch, auch im Jahre 2024. Vielleicht berührt es euer Herz auch jetzt. So wertvoll, so kostbar, so wertvoll und so kostbar. Das Wort ist Fleisch geworden und es wohnte unter uns. Und das Wort hat von sich selber gesagt, ich bin das Licht dieser Welt. Ich bin das Licht dieser Welt. Oh, es gibt viele Lichter, ja, dieser Welt. Irrlichter, grelle Lichter, ja. Lichter, die uns blenden, ja. Aber er ist das wahre Licht, das in diese Welt gekommen ist. Ja, und dann steht aber auch in der Bibel, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Dieses Licht haben sie nicht aufgenommen. Ja. Aber trotzdem haben wir alle Sehnsucht nach einem Licht. Ja. Wenn wir im Dunkeln unterwegs sind, wenn wir uns verlaufen haben, irgendwo in einem Wald, ja, dann steuern wir das nächste Licht an. Und wenn wir irgendwo in einen dunklen Raum hier reinkommen, dann suchen wir sofort nach einem Lichtschalter. Und manchmal habe ich auch schon erlebt, dass Stromausfall war, dann hat man irgendwo Kerzen, Feuerzeuge gesucht, ja, Taschenlampen. Man war auf der Suche nach dem Licht. Ich glaube, so geht es uns allen. Wir sind auf der Suche nach dem Licht. Und Jesus sagt, ich bin das Licht dieser Welt. Ja, wunderbar. Dein Wort ist. Es ist die Wahrheit, ja. Es ist. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin der Ich Bin, ja. Da gibt es kein Ah, ich bin es vielleicht eigentlich, ja, oder vielleicht, er ist es, ja. Ich bin es, Ego, I, me, ja. Und als Jesus angeklagt wurde, ja, und dann haben sie ihn gefragt, bist du der König der Juden, bist du der Messias? Und er hat gesagt, ich bin es. Und Jesus ist mal auf dem Wasser spazieren gegangen, hat Aquajogging gemacht, ja, und dann waren die Jünger im Boot und die hatten Angst, ja, und Jesus sagt, Ich bin es. Ja, Wahnsinn. Dein Wort ist meines. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Mein. Du bist mein. Das ist so bewegend und so schön. Mein. Nicht von jemand anders, sondern ich darf Gott. Wisst ihr, manchmal sagen wir Menschen, mein Gott. Ja, ach, mein Gott. Da denke ich mir, die beten gerade die Leute. Immer wenn wir den Namen Gottes anrufen, ist es ein Gebet. Mein Gott ist ein Gebet. Es ist mein Gott, meines Fußes Leuchte.
und ein Licht auf meinem Wege. Das heißt, wir sind im Dunkeln unterwegs, aber Jesus, Jesus ist das Licht auf unserem Weg und noch viel mehr, er ist der Weg. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Beim Schachspiel ist mir übrigens aufgefallen, mir fällt es manchmal schwer, mich zu konzentrieren. Seit ich am 21. Februar 2018 einen Herzinfarkt hatte, fallen mir manche Gedankengänge ja ein bisschen schwerer. Manchmal bin ich auch eher vergesslich und mir fehlt es manchmal, mich ja, richtig zu konzentrieren. Und bei meinem ersten Spiel gegen meinen wunderbaren Sohn, da habe ich 4-5 Figuren ganz, ganz schnell verloren, weil ich war unachtsam. Ja. Und als wir uns dann wieder getroffen haben, wir haben das zweite Spiel gespielt, dann habe ich manchmal so diese Figur genommen, habe sie schon angehoben und dann habe ich nochmal geschaut. Ist da Gefahr da? Und erst wenn man loslässt, solange man die Figur noch in der Hand hat, ja, ist der Zug noch nicht vollendet. Erst wenn du absetzt und loslässt. Loslassen lernen. Lernen loszulassen, ja. Und wir müssen diesen Zug, aber auch diesen Lebenszug, ja, diesen Schachzug des Lebens, ja, müssen wir in Liebe tun. Wir sollten unser Bestes geben in der besten Absicht, in der Absicht der Liebe, dem anderen etwas Gutes zu tun. Und wir dürfen Fehler machen, Leute, wir dürfen Fehler machen. Aber ruhen wir uns nicht darauf auf. Ich mache manchmal so Berufsvorbereitungsprojekte. Da bin ich manchmal mit jungen Menschen zusammen bis zu 25, 30 Jahren. Um 8 Uhr beginnt der Unterricht, der Letzte stolpert noch um 11.30 Uhr rein. Ich weiß, dass sie oft Schmerzhaftes in ihrem Leben durchhaben. Ich weiß, dass sie manchmal vernachlässigt wurden, wenig Liebe bekommen haben, dass man sie beleidigt, verletzt und vielleicht auch andere Dinge angetan hat. Und trotzdem gehen sehr viele her und dann sage ich manchmal zu diesen jungen Menschen, wo kommst du denn jetzt her? Ja, der war schuld und der hat mich nicht geweckt und der Wecker ging nicht und das und das und das. Und wenn du näher mit den Leuten sprichst, dann hörst du, der ist schuld und der ist schuld und der ist schuld. Und es ist so wichtig, dass wir Eigenverantwortung übernehmen. Ja? Als mein Papa und ich uns versöhnten, ja, und mein Papa hat ja Zeit seines Lebens kaum gearbeitet, er hatte immer wieder Arbeitsstellen gehabt, hat dann kurz gearbeitet und hat es wieder sein lassen. Und vor unserer Versöhnung, vor 2007, ja, da war das Thema Arbeit, es war Tabu, das war ein Wunderpunkt, ja. Als wir uns versöhnten, konnten wir offen über alles sprechen. Und dann habe ich ihn mal gefragt, sage ich, du, wie war das eigentlich mit der Arbeit, Papa? Du hast ja so viele Arbeitsstellen gehabt. Und hat er gelacht und hat gesagt, ja, ich war so beliebt. Und hat gesagt, nee, Spaß beiseite, ich habe keine Lust gehabt. Ich gebe es zu, ich habe keine Lust gehabt. Wie ehrlich die Wahrheit auszusprechen. Er hat sie in Liebe ausgesprochen, einfach nur ehrlich. Und das ist mir so ganz besonders wichtig, dass wenn wir die Wahrheit aussprechen, das ist so mal der Beginn eines neuen Anfangs, eines neuen Weges, dass man zu sich selber und zu Gott ehrlich ist. Ja. Und dem anderen gegenüber, ja, immer die Wahrheit zu sagen, immer die Wahrheit dem anderen an den Kopf zu knallen, muss nicht immer gut sein. Ich möchte euch ein kleines Beispiel sagen. Also angenommen, ich bin in einem Vortrag, da sitzen 100 Leute, ja, und da sitzt einer drin, der hat 500 Kilo, hat einen Popel auf der Nase und stinkt 5 Kilometer gegen Wind. Und ich würde vor allen Leuten auf diesen Menschen zeigen und sagen, da hinten sitzt ein Mensch, der wiegt 500 Kilo, ja, der hat einen Popel auf der Nase und stinkt kilometerweise gegen den Wind. Dann wäre es die Wahrheit. Aber es wäre nicht in Liebe. Und wenn es nicht in Liebe ist, dann ist es nicht im Sinne, im Willen Gottes. Wenn wir die Wahrheit aussprechen, dann in Liebe. In Liebe. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzer Seele, von ganzem Verstand, von ganzer Kraft, von ganzem Herzen. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Immer Liebe, Liebe, Liebe. Gott ist die Liebe. Alles, was wir tun, alles, alles, so steht es in der Jahreslosung drin, lasst in der Liebe geschehen. Lasst in der Liebe geschehen. Ihr Lieben, bei diesem Schachspiel ist es so, dass wenn ich dann die Figur abgesetzt habe, dann
stelle ich manchmal fest, hey, es war ein guter Zug. Jetzt habe ich den anderen irgendwo vielleicht, ja, jetzt muss er gut aufpassen, ja, jetzt ist er gefragt. Und manchmal merke ich, oh Mann, was habe ich da für einen Zug gemacht. Und doch kenne ich viele Menschen, ich war manchmal auch so, dass ich Angst hatte, den nächsten Schritt, die nächste Figur loszulassen. Ja, was bedeutet es, diesen Schritt zu tun? Ja, wo ist die Gefahr, wenn ich diesen Schritt gehe? Ich muss mich doch daran erinnern, als ich mich selbstständig machte, als ich zu meinem damaligen Chef bin und habe gesagt, Chef, wir waren partout, ich habe gesagt, ich mache mich selbstständig. Ich mache mich selbstständig. Und er hat gesagt, bist du dir wirklich sicher? Willst du diesen Schachzug deines Lebens tun? Also das hat er nicht genau gesagt, aber willst du wirklich diesen nächsten Schritt gehen? Und ich fühle das in meinem Herzen. Ich muss es tun. Es war gegen alle Logik, ja, gegen alle menschliche Logik. Freunde, Bekannte von mir haben zu mir gesagt, du bist doof, du bist bescheuert, du hast einen tollen Job, du verdienst doch gutes Geld. Warum setzt du das aufs Spiel? Ich kann nicht. Mein Herz. Und dieses auf das Herz hören ist auch manchmal eine sehr schwierige Geschichte. Gell? Wir dürfen das nicht verwechseln mit Selbstverherrlichung, Selbstverwirklichung. Ja? Sondern was möchtest du? Lebt Gott überhaupt in diesem Herzen? Aber das ist tiefer, Leute. Das kann ich auch nicht so richtig erklären. Ja? Wisst ihr, theologisch bin ich ein Kreisliga B-Christ. Ja? Bin da kein Profi. Aber es muss nicht immer das Richtige sein, auf sein Herz zu hören, auf Gefühle zu gehen, ja? Sondern wir sollten auch unseren Verstand einsetzen. Und wenn Christus in diesem Herzen wohnt, ja, es gibt Momente in meinem Leben, da weiß ich ganz genau, wenn etwas von Gott kommt oder nicht. Ja, ganz genau. Und doch bei manchen Entscheidungen meines Lebens, da weiß ich es eben nicht, da zweifle ich. Und da frage ich auch und da lese ich auch in diesem Wort hier nach, in dieser Bibel, ja, was willst du eigentlich für mich? Ist das der richtige Weg? Und so hilft mir auch dieser Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Da kann ich den nächsten Schritt tun im Vertrauen auf Gott, dass Gott bei mir ist. Und auch wenn es schief läuft, er lässt mich nicht fallen. Gott mag Menschen, die auch mutig nach vorne gehen, in Liebe, nicht um sich selbst zu verwirklichen. Ich bin so ein bisschen allergisch gegen diesen Satz, ja, selbst verwirklichen. Jesus soll die Wirklichkeit in meinem Leben werden. Er muss sichtbar werden in meinem Leben, nicht der Michael Stahl. Wenn wir in Liebe miteinander umgehen, hat Jesus gesagt, daran wird die Welt erkennen, dass ihr zu mir gehört. Das ist die Liebe Gottes. Manchmal werden wir auch zu Engeln Gottes, ja, wenn wir Menschen beistehen, wenn wir sie ermutigen, wenn wir lernen, sie zu trösten, wenn wir ihnen etwas Gutes tun können. Habe ich schon oft von Menschen gehört, dich hat Gott geschickt, du bist ein Engel in meinem Leben. Was ist sein Wille? Ich habe, als ich mich mit meinem Papa versöhnte, habe ich die ganze Struktur in meiner Sportschule geändert, ja, 2007. Ich habe beschlossen, wer nichts mehr hat, trainiert kostenlos. Betriebswirtschaftlich eine Katastrophe, ja. Wer nichts hat, trainiert kostenlos. Wer weniger hat, zahlt weniger. Und wenn du gar nichts hast, kriegst du noch ein T-Shirt und Turnschuhe und Hosen. Das kriegst du auch noch von mir, ja. Denn wenn wir unseren Blick auf Gott richten, in der Bibel steht drin, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Schau erst, was Gott von dir will. Ist das das, was Gott von dir will? Ist das, lebst du, handelst du, arbeitest du nach seinem Wort? Gehen deine Füße gerade den Weg, den Gott gedacht hat? Und dann steht in der Bibel drin, wenn wir das tun, kommt der Rest automatisch. Und Gott akzeptiert auch unsere schlechten Entscheidungen. Gott akzeptiert auch unsere Niederlagen, unser Versagen. Und wenn wir ihn gewähren lassen, macht er aus diesem Mist einen Dünger. Und wieder kann etwas Gutes entstehen. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Gott ist wirklich mein geworden, mein. Ich bin dein Wort. Da steht, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Nicht das Horoskop ist deines Fußes Leuchte, die universelle Energie, irgendwelche Glücksbringer. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte
und ein Licht auf meinem Weg. Ich habe euch noch einen zweiten Ausschnitt aus der Quelle YouTube, aus dem Film König der Könige mit Jeffrey Hunter. Lasst euch inspirieren. Ja? Da ist ein Junge, der kann nicht mehr gehen. Ja? Und lasst euch inspirieren. Ja? Und mich, wisst ihr, meine Kindheit, meine Jugendzeit war nicht einfach. Ja? War von viel Schmerz, von viel Armut und Traurigkeit geprägt. Und ich wusste immer als kleiner Junge, dass an Ostern und Weihnachten, da kam nicht mehr Jesus für mich. Und weil meine Oma Elisabetha mir immer so viel von Jesus erzählt hat, für mich war das, wenn ich Jesus im Fernsehen sehe. Das waren keine Schauspieler. Ja. Für mich als kleinen Jungen, da war Jesus im Fernsehen. Ja. Und mein Onkel Heinz, der hatte immer so ein TV-Heft, TV Hören und Sehen. Ja. Das bekam der immer 3-4 Wochen, der hat es sich bestellt, immer so 3-4 Wochen im Voraus. Ja. Also wenn meinetwegen jetzt Ostern gewesen wäre am 15. April, dann hatte mein Onkel Heinz am 15. März das Fernsehheft. Und da war ganz hinten auf der letzten Seite, da waren so verschiedene Comics drauf. Ja. Da musste man immer eine Maus suchen. Ja. Das war immer ein großes Abenteuer, weil mein Onkel hat die Maus immer sehr schnell gefunden. Er war so schlau und er war so aufmerksam. Und dann hat er mir gesagt, so, jetzt darfst du suchen, die Maus. Ja. Ich glaube, der Maler hieß damals Sepp Arnheimer. Irgendwie so Sepp hieß der, glaube ich. Gell. Und das war in den 70er Jahren, Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er. Und in diesem Fernsehheft, da habe ich immer geguckt, wann kommt Jesus? Wann kommt Jesus? Und da gab es diese Filme, ja, König der Könige. Und dann gab es noch Jesus von Nazareth, der wurde Mitte der 70er, glaube ich, gedreht, ja. Und diese Filme habe ich aufgesaugt. Und auch dieser nächste Filmausschnitt hat mein Herz so berührt. Vielleicht auch deines, ja. Ist nur ein Film, ja. Und doch für mich war es Hoffnung. Mein Herz wurde berührt. Du bist nicht allein. Den dunklen Weg, den du gerade eben gehst, diese Traurigkeit, ja. Auf diesem Weg bist du nicht allein. Gott wird dich aufrichten, so wie diesen Jungen in dieser Szene. Wo immer du gerade eben bist, lass dich aufrichten. Wo immer du gerade bist, auch wenn du schon aufrecht gehst, bleib aufrecht. Ja. Und wenn dich das Leben mal wieder niederknüppelt, niederschlägt, lass dich aufrichten von ihm, von Jesus. Jesus, dein Wort ist meines Fußes leuchtendes Licht auf meinem Wege. Mit dir möchte ich die nächsten Schritte meines Lebens gehen. Ja. Lass dein Herz berühren von dem Ausschnitt. Denn in ihm war die Kraft Gottes und so heilte er sie alle. Das hat mich jetzt selber wieder berührt. So schön, so schön. Der Blinde konnte neue Wege gehen, weil er neue gesehen hat. Er konnte die Wege ganz anders erkennen. Er hatte Freude an den Farben, an allem, ja. Und wie muss es einem gehen, der lange Zeit nicht gehen konnte? Nach schwerer Krankheit, nach Unfall und kann wieder gehen, weil Gott ihn aufgerichtet hat.
So sollen unsere Herzen wieder neu sehen können, dass Gott uns Augen schenkt, ja, die seinen gleichen, dass wir uns nicht übersehen, dass wir wieder die Schönheit des Lebens erkennen, das Schöne, was jeder Mensch in sich hat, dass wir wieder Hoffnung und Ermutigung weitergeben. Und möge Gott auch unsere Beine segnen, dass wir die nächsten Schritte gehen, dass wir lernen, Entscheidungen zu treffen und auch lernen, mit der Konsequenz umzugehen, in der Gewissheit, in dem Glauben, in dem Vertrauen. Wir sind nicht allein, wir sind nicht allein. Gott ist bei dir. Und ob ich schon wanderte im finstersten Tal, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Doch ich fürchte manchmal die Unglück. Ich gebe es zu. Der Unfall meiner Familie, mein Herzinfarkt hat Spuren hinterlassen. Ja. Aber ich bin auf dem Weg und ich bin in der Hand Jesu. Ich vertraue ihm. Ja. Ich vertraue ihm. Ja. Und auch wenn ich traurig und niedergeschlagen bin, dass er mich wieder aufrichtet. Aber mit ihm kann ich neue Wege gehen. In der Bibel steht auch, wir werden hüpfen wie die Mastkälber. Was für ein Bild. Ihr Lieben, was sind die nächsten Schritte in unserem Dienst? Ja, wir sind Anfang Februar sind wir in Bopfingen, ja, und geben, also wir sind immer in Bopfingen, ja, wir geben ganz normalen Unterricht für Kinder, Jugendliche, Selbstbehauptung, Selbstverteidigung, Zivilcourage, Gewaltprävention, aber wir bilden wieder Trainer aus. Ja. Ich blende das jetzt hier irgendwo ein, meine E-Mail-Adresse ist eh eingeblendet. Jetzt fällt mir gerade eben noch ein, ich habe heute Post aus der Schweiz bekommen, eine wunderschöne Karte. Und ich weiß, dass diese Person, ich konnte deinen Namen nicht richtig lesen, bitte verzeih mir. Ja. Ich hoffe, dass wir uns persönlich begegnen. Vielen Dank für die schöne Karte. Ja. Und wir schreiben dir. Ja. Und vielleicht sehen wir uns mal persönlich. Du hast dir gewünscht, dass wir uns persönlich mal sehen, dass du mal einen Vortrag persönlich von mir erleben darfst. Ja. Das ist nichts Besonderes, ein Vortrag von mir. Aber wenn es dir wichtig ist, dass wir uns persönlich begegnen, hoffentlich kommt das zustande. Liebe Grüße und vielen Dank für die Karte. Ja. Auf meiner Homepage, ja, die ja eingeblendet ist, seht ihr meine Termine, wo ich öffentliche Auftritte habe. Und vielleicht sehen wir uns da oder auch die anderen, die hier zuschauen. Genau. Und wir bieten Trainerausbildungen an, ja, damit das, was wir euch beibringen, dass ihr das selber vor Ort dann weitervermitteln könnt. Diese Blogausbildungen sind zu Corona-Zeiten entstanden. Wir haben ja eine Trainerausbildung, die im 4-Wochen-Rhythmus immer Samstag stattfindet, dass diese Anzahl der Stunden, diese Ausbildungseinheit, ja, auf ein Jahr verteilt ist. Aber zu Corona-Zeiten war es einfach so, dass wir gesagt haben, Mensch, wir wissen nicht, wann wieder ein Lockdown ist, wann geschlossen ist, ja, wann Kontaktbeschränkungen sind. Dann lass uns doch Blöcke machen, ja, und diese ganzen Einheiten, ja, in zwei verschiedene Blöcke machen. Und da haben wir jetzt eine Blockeinheit in Bopfingen. Ja? Und da könnt ihr auch jederzeit gerne in unserer Sportschule übernachten. Ja? So wie immer halt. Ja? Teilen ja da alles. Ich sage immer den Leuten, die Sportschule, wenn ihr da seid, die gehört euch. Einfach den Schlüssel in den Briefkasten werfen. Wir haben da auch zwei Gästebetten sogar drin. Ihr könnt da alles benutzen, kochen, duschen, alles ist da. Ja? Und ihr könnt auf den Matten schlafen. Nur Kopfkissen und Schlafsack mitbringen. Genau. Und wir sind am 29. Februar für ein paar Tage zu Gast in Dresden. Also wenn ihr aus der Ecke kommt oder jemand kennt, der da in der Ecke wohnt, meldet euch bei uns und dann könnt ihr vielleicht da dabei sein. Und ansonsten vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Teilt das mit vielen. Ja. Ich habe in der Jahreslosung, in den Gedanken zur Jahreslosung, habe ich auch gesagt, dass ich habe bei uns im Radio Anfang Dezember, oder bei mir im Radio, bei mir laufen immer zwei Sender, ja, und die Leute sind manchmal genervt, ja, da läuft SWR 4 Schwabenradio und Bayern 1, je nachdem, wo ich gerade unterwegs bin. Und in einem dieser beiden Sender, da kam, wurde eine Umfrage vorgestellt, Anfang Dezember 2023, dass eine zunehmende Orientierungslosigkeit in der Gesellschaft herrscht. Das verstehe ich. Ich bin nicht orientierungslos. Ich orientiere mich an Gott. Und für all die Ungerechtigkeit in dieser Welt, da bin ich manchmal, ich sage es in der Jugendsprache, wo ich das Wort selber gar nicht fast benutze, aber ich weiß, dass auch einige Jugendliche zuschauen, da bin ich relativ gechillt. Denn in der Bibel steht, in diesem Wort, die Bibel, du Gott, sorgst für Gerechtigkeit. Du wirst... Es kommt der Tag, wo du für Gerechtigkeit sorgst, wo wir ohnmächtig sind, wo wir staunen, ja, über das Schlimme, wo wir sprachlos sind über die Ungerechtigkeit dieser Welt. Es kommt Gerechtigkeit, da bin ich mir sicher.
Und es sind nicht immer die anderen. Wie oft war ich ungerecht und bin es heute noch. Du Gott, veränderst unsere Herzen, führst uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, schenkst uns ein neues Leben und ein neues Denken. Du bist da, du bist da. Du formst unsere Herzen und machst uns immer mehr dir ähnlich. Mögen wir darauf achten, dass sich unsere Liebe darin zeigt, ob wir dem anderen Gutes tun. Leben wir zum Lob deiner Herrlichkeit, wie es in Epheser 1, Vers 12 steht. Leben wir danach, wie es du, Jesus, dich für uns gewünscht hast. Ein neues Gebot gebe ich euch. Liebt einander, wie ich euch liebe. Und an dieser Liebe wird die Welt erkennen, dass ihr zu mir gehört. Das wünsche ich uns, ja. Was die nächsten Schritte, und ihr wisst ja, die weiteste Reise beginnt mit einem einzigen Schritt. Und mögen eure Schritte gesegnet sein. Mögen eure Schritte gesegnet sein in der Hoffnung, ja, dass Gott an eurer Seite ist, dass du nie allein bist, dass du geliebt bist, so wie du bist, so wie du bist. Und Gott sehnt sich nach deiner Liebe. Ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielleicht sehen wir uns zum Blocktraining in Bopfingen oder auch in Dresden. Und im Laufe des Jahres wollen wir auch in Wien sein. Wien, wunderschöne Stadt. Durfte ich schon zweimal sein, bin ganz begeistert. Ich würde gerne zum Abschluss ein kleines Gebet sprechen. Lieber Jesus, du hast uns versprochen, dass wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, dass du da bist. Und so sind wir auch über dieses Medium hier verbunden. Du siehst unsere Herzen, du siehst es, wo wir traurig sind, wo wir verletzt sind, aber auch, wo wir Trost empfangen haben, wo wir ermutigt sind, wo wir voller Motivation sind. Bitte dich, segne unseren Mund, dass das, was wir aussprechen, zur Ermutigung und zum Trost dient, Wertschätzung und zum Lob deiner Herrlichkeit dient. Segne bitte unsere Hände und Arme, dass sie fürsorglich sind, dass sie helfen, dass sie beschützen, dass sie in den Arm nehmen. Segne bitte unsere Beine, damit sie jeden Schritt auf dich zumachen, dass sie die Wege gehen, die du gedacht hast, im vollen Vertrauen, dass du da bist. Segne unsere Augen, dass sie sehen werden, dass sie wahrhaft sehen, so wie deine Augen. Segne unsere Ohren, dass wir genau hinhören hinter dem Schweigen und dem Schreien dieser Welt, weil da oft Sehnsucht nach dir da ist, nach Liebe, nach Angekommensein, nach Geborgenheit. Segne unser Herz, dass es dich einlädt und nie wieder gehen lässt. Amen. Danke, dass ihr zugehört habt, zugeschaut habt. Teilt es fleißig. Im Anschluss kommen noch ein paar Infos. Wäre schön, wenn ihr dran bleibt. Behüt euch alle Gott. Und Gott segne eure nächsten Schritte. Danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Tschüss, Leon. Servus. Mannsein hat nichts mit Stärke zu tun. Mannsein hat mit Klarheit und mit Haltung zu tun. Es beginnt alles im Herzen. Die Handschlagqualität, das ist's. Das ist die Visitenkarte des Mannes. Aber ihr seht, diese Schutzräume sind überall, also diese Bunker. Ich glaube, dass Geld keine wirkliche Sicherheit gibt. Und Geld gibt auch keinen Halt. Sicherheit ist eine Illusion. Das ist der Haken. Ich kann jetzt sagen, wahrscheinlich hat mir Gott gefehlt. Ich wünsche mir, dass wir einfach dazu beitragen, einander gesund zu lieben. Und die Liebe liebt das Schöne aus einem Menschen heraus. Geht nach Hause und sagt euren Familien, wie lieb ihr sie habt. Auf was warten wir? Schokoladenersatz. Bring ich meine Frau mit. Ja.
Hier kann man die Seerobbe machen. Oh, 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 oh.